Und hallihallo, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Borderlands 2. Immer noch das DLC. Ich habe den Namen vergessen. Torx Campaign of Carnage. Genau das. Wobei wir aktuell mit Nebenmissionen beschäftigt sind. Guck mal gerade. Finde Buff Gamer. Okay. Finde das Monster. Ja, ich würde erstmal die anderen Sachen machen, wenn ich du wäre. Okay. Wir müssen ja nicht direkt mit der Hauptmission weitermachen. Fehlt mir, ich kann jetzt wieder lauter machen, ich hasse dich, weil dir ein Game nicht gefällt, für das ich Kohle bezahlt habe. Stirb! Ja, Mist! Irgendwer fand die Besprechung nicht gut! Die goldigen Lieder der Wurststummel versüßen. Ich stehe normalerweise nicht auf Soldaten, aber ich muss sagen. Da müsste ich jetzt auch so fragen, hä? Ja. Ich habe gerade das Äxtenposter aufgehängt. Okay. Das erklärt einiges. Nicht alles, aber einiges. Während du da unten kämpfst, kämpfe ich hier oben gegen nichts. Ich kämpfe gegen meine Zielkünste. Gegen deine inneren, dein Sein. Ich finde das ein bisschen blöd, dass dieser Granatwerfer nicht, weiterschießt, wenn du höher guckst. Ja. Der schießt immer genau gleich. Sollten wir jetzt nur töten, weil der eine schlechte Spielreview gegeben hat, oder was? Ja. Oh, okay. Vor allem einfach, hey, du findest es scheiße, hast dem aber trotzdem was Gutes gegeben. Ich mag dich nicht. Ja. Ich nehme die Abkürzung. Verdammt, in der Richtung läufst du nicht an noch einem zweiten Fass vorbei. Ich glaube, ich lauf nicht mal vernünftig. Hier ist ein Monster. Das Monster, das du für mich killen sollst, ist in Wahrheit ein Monster-Truck! Scheiß Wortspiele! Monster Truck, was mach ich? Axt. Komm zurück, Skatlutscher. Danke, Kammerjäger. Diese ganze Gewalt war noch sinnloser als diese Tarnmissionen in Triangle Quest 9. Ich nehm's zurück, mach alle kalt. Die Tarnmissionen von Triangle Quest 9 waren eine tolle Abwechslung vom normalen Gameplay. Schmort in der Hölle, ihr Bastarde. Haben wir dadurch jetzt einfach die eine Mission nicht abgeschlossen? Wie wieder? Hat er die jetzt wieder geöffnet dadurch? Ja. Ha, ich hab noch getroffen.
besser ist. Weißt du, ich finde an meiner Axt super, dass die halt auch weiter weggehen kann, wenn ich höher ziele. Da kann ich noch auf Entfernung richtig gut treffen, aber mit dem Granatwerfer kann ich es nicht. Welch wunderschönes Elend. Wie viel kommen hier denn noch? Keine Ahnung. Wow, Klassenmod-Sichel macht mehr Nahkampfschaden. So, was gibt's hier noch für Missionen? Off-Gamer hier. Heute bespreche ich Diamond Mercenaries 2. Das Gameplay ist ziemlich lahm. Das Spiel ist Mist. 6 von 10 Punkten. Scheiße, was? Diamond Mercenaries 2 war super! Kammerjäger, finde diesen Arsch und bring ihn um, denn ich teile seine Kritik in keiner Weise. Ich glaube, wir haben hier irgendwas falsch rum gemacht. Nö, das hat er, glaube ich, nur jetzt gesagt, weil wir das nochmal aktiviert haben. Ja. Und wir haben es halt eben nicht aktiviert gehabt und sind dann schon gegen den angetreten. Ich glaube, wir gehen gerade ins... Ich glaube, wir gehen gerade hier ins Gebiet, wo die kommen. Sieht danach aus. Ja, dann können wir nochmal umdrehen, denke ich mal. Die haben mich in meiner... Okay. Brauchst du Hilfe? Ja, wahrscheinlich. Aber ich treffe die nicht hier mit. Lass das Blut weiterfließen. Hinter dir. Ja, das ist eine gute Idee. Hinter dir. Vor dir. Ich bin einfach plötzlich so schnell, dass ich einfach alles kriege. Ein kleines rotes Rinnsal. Ja, ja, komm du mir mal erstmal an. So. Ja. Platt gemacht. Da kommt noch einer hoch. Nö, da kommt keiner hoch. Wir dann noch mal umdrehen hierfür oder hier weitergehen? Ja, gleich. Ich würde sagen, wir drehen um. Okay. Wo sind denn die Econet-Kritiker da hinten? Schon wieder gesagt, dass er Hunger hat und ein Sandwich gerne hätte. Ich will den Spruch auch mal hören. Ich habe mich zum Auto teleportiert, bin genau vor den Typen. Ah, das ist eine gute Idee, mache ich auch.
Ach Mist, ich habe zu schnell gemacht. Ich habe gerade neue Stärke bekommen, indem ich in meiner Fähigkeit einen gekillt habe. Aber ich bin in dem Moment gestorben. Tja. Hilfst du mir hoch? Oh. Ja. Den habe ich gerade gekillt. Hä? Wo sind denn diese Kritiker? Keine Ahnung. Hier ist eine sehr gute Sniper, wenn du möchtest. Hier ist ein Gegner. 3500 Schaden. Ja, gleich. So, wo? Da unten. Warte, nee. Moment. Wo lag der jetzt da hinten? Sorry. Hier. Mal gucken. Ja. Kann man wohl nehmen. Ja, die macht recht viel. Erstklassiger Spielekritiker. Steht da. Ich muss Granate machen. Ich muss mich eilen. Es wird euch ehren, eine andere Meinung als meine zu haben. Das war das. Diese geschmacksverirrten Bastarde sind erledigt. Komm zurück, wenn du soweit bist. Okay. So, dann gucke ich mal, was haben wir hier noch? Monsterjäger. Monsterjäger haben wir doch schon. Oh, stimmt. Benzintrinker. Dein alter Freund Sir Hammerlock hätte einen Auftrag für dich. Es scheint eine neue Unterform der Rex zu geben. Irgendwo in diesem so überaus amüsant benannten Badass Crater of Bad Attitude. Geh und finde diese Kreaturen, ja? Ja. Ich guck mal gerade, wo die Mission ist. Die ist genau an derselben Stelle. Weil jeder will gefragt sein. Da können wir nochmal nach links abgehen. Gehst du rechts das holen? Ich gehe links lang. Okay. Und dann kannst du mir nachher nach links folgen, weil dort ist noch ein Gebiet, was du noch nicht erkundet hast. Gut. Ganzschurker, furchteinflößend und doch behaart. Weil man nicht furchteinflößend sein kann, wenn man behaart ist? Genau das fand ich halt auch merkwürdig. So, kann sich zum Auto teleportieren. Was hat er bei dir gesagt? Beim nächsten Explosionsgeräusch ist Talkzeit. Gefolgt von einem Explosionsgeräusch. Talk, 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 talk. Hat er das bei dir gesagt? Ja. Meinst du, das würde ich einfach so sagen? Ja. Das wäre aber ein bisschen komisch. Moment.
Gegenstände. Du kannst dir denken, wo die das gesagt hat. Zu wem die das gesagt hat. Ja, ich hab nur den Namen vergessen. Die Sirene. Ja. Maya oder so? Ja. Oh, du hast den Namen vergessen und der ist dir direkt eingefallen. Es steht da rechts. Okay, dann wundere ich mich, wie du den überhaupt vergessen konntest. Ich bin blöd. Weil du gestorben bist. Auch das. Ich hatte ja einfach unten Spaß, hab die Leute einfach nur gekillt. Ohne Probleme. Hier oben ist ein Kammersymbol. Okay, ich komm. Und renne in die falsche Richtung. Oder tue ich, renne ich in die falsche Richtung? Wo bist du? Ich gehe einfach mal da lang. Warum macht mir dieser Burner-Biker nicht Feuerschaden? Keine Ahnung. Sondern Korrosionsschaden. Hinterfrag die Logik dieses Spiels nicht. Ich sag mal, wenn du Säure abbekommst, sagst du ja auch, oh Gott, das brennt. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ist ja nicht dieselbe. Feuerbeuerner. Wo ist das Kammersymbol? Oben. Oh, ich habe eine bessere Shotgun gefunden, die macht 832 mal 10. Cool. Können wir ja mal nachgucken, ob die auch so gut ist. Die prallt zwar nicht mehr so cool ab, dafür macht die aber Aua. Wo hast du schon wieder die neuen Gegner her? Finde ich ja auf dem Dach. Waren bei mir nicht mehr auf dem Dach. So leicht murkst mich keiner ab. Du kommst durch? Nein. Ich habe nachgeladen zwischen dem Haufen Fässer und bin dadurch gestorben, weil ich explodiert bin. Du hast bei mir gerade gesagt, ich komme durch. Nee. Kannst du mir hochhelfen? Ich versuche so schnell wie möglich hochzukommen. Ich komme nach unten. Dann komm runter. Du schwebst. Du bist genau in dem Moment auf mich draufgeklatscht. Konnt ihr unter Rock sehen, es hat sich nicht gelohnt. Nicht? Nein. Habe ich keine Hose an? Doch. Ist es keine hübsche Hose? Du hast halt nur eine Hose an. Gut. Also wenn ich da was sehen will, dann gehe ich auf bestimmte Internetseiten. Wo ich auch weiß, dass ich was bekomme. Hier ist eine Sniper mit 2300. Element? Nö. Element nö. Da lohnt sich nicht. Wo genau war jetzt das Kammersymbol? Hier ist ein, ganz oben. Jetzt hatte ich auch das mit der Torque-Zeit. Hier ist ein SMG mit Schockschaden 600. Ah, habe ich schon. Hast du das vielleicht hier liegen gelassen? Nee, eigentlich nicht. Ich find's gerade witzig. Ich habe hier gerade mein, Handy entsperrt. Das hängt dann einfach in der entsperrten Dingens. Meinst du hier oben oder nach oben, Obiga? Oben auf dem Dach. Auf links an dem Dach dran. Wo ich hinschieße. Ja, hab's, danke. Genau dahin geschossen, oder? Ja. Ich hab's nicht mal auf die Entfernung gesehen. Soll ich noch auf dich warten oder
nimmst du einen schnellen Weg. Ich flitz gerade zu dir. Ist gar nicht mal so schlecht. Ach, jetzt plötzlich ist das SMG doch toll. Es hat keinen Zoom mehr, aber es macht mehr Schockschaden. Es braucht eigentlich auch keinen Zoom. Eben. Und vom Schaden ist es halt identisch zu meinem vorigen. Unsichtbare Mauer, danke. Das hast du ja mal gut hinbekommen. Was habe ich gut hinbekommen? Wieder umzudrehen oder wie? Zu fahren. Ja, ich habe gedacht, ich habe das gut hingekriegt, das da nochmal hinzubiegen. Wohin führt das denn? Keine Ahnung. Ach, das sind die Rex. Warum ist Benzin Pandoras einzige Energiequelle? Versuchen wir gerade nicht alle verzweifelt, Iridium als Energiequelle zu nutzen? Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht nur mit den Sirenen so? Ja, eben, können wir nicht Sirenen als Energiequellen benutzen? Ja, echt? Können wir nicht menschliches Leben einfach dazu benutzen, um unser Leben zu bereichern? Also mal ehrlich, wir haben ja in dem Spiel schon Abgefuckteres gemacht. Du stirbst nicht heute! Du stirbst so, ich versuch mal jetzt ein paar Sekunden stehen zu bleiben, okay? Du stirbst einfach die ganze Zeit, weil die irgendwas gegen dich haben, aber gegen mich halt einfach gar nicht. Ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Hier müssen doch noch zwei rumliegen. Hier ist ein Macromancer-Klassenmod. Cool. Was für einer? Berechnender Anarchist. Ich kann vielleicht nicht so geschwollen rumquatschen wie Mr. Schnurrbart da drüben. Aber ich weiß, was mir Angst macht. Erstens Rex. Zweitens Genforschung. Drittens genetisch aufgepimpt. Chubby Rex. Die müssen wir killen. Diese Ölsäcke, sodass Hammerflop keine mörderischen Super-Rex züchten kann, Mann. Der überenthusiastische Mechaniker macht viel Lärm um mich. Da kriegt man tolle Sachen raus. Ich werde mitnichten irgendwelche frankensteinartigen Experimente vornehmen, sobald du mir die Säcke bringst. Derlei Hobbys frönt allenfalls Dr. Z. Ach, laber doch nicht rum, wieso? Nicht darüber. Erst wenn der zu uns fliegt. Weil der gibt gute Waffen. Ein Melee-Shield, der alles besser hat. Schnapp dir. Ein Wort, Kameramann. Genetisch veränderte Super-Rack. Okay, das sind jetzt ein Haufen Bindestriche drin. Aber formal gesehen ist es ein Wort. Wie auch immer. Schick die Säcke zu mir, statt an Hemi. Ich hab mich gerade selbst gekillt. Wolltest du den im Nahkampf erledigen? Ja klar. Hätte mehr Schaden gemacht, als wenn ich so drauf geschossen hätte. Hier ist was für dich. Ja, ach, hab ich schon gesehen. Anarchist. Hat der Chubby nichts fallen gelassen? Ne. Weil Chubby-Gegner, die lassen recht seltenen Loot eigentlich fallen. Soweit ich das weiß. Weißt du, was das hier ist? Nein. Das ist einer von den Bossgegnern. Aus dem ersten Teil. Das ist ein Rackhive. Oh. Unter der Erde vergraben. Da ist noch einer. So, dann hängen wir das andere Poster mal auf, ne? Ja. Alles nachladen.
mal gerade auf die Karte gucken. Das ist irgendwie komisch. Diese ganzen Teile hier immer, dass man da immer durch muss, ne? Da kann man irgendwie auch nicht durch, oder? Wenn, dann weiß ich nicht wie. Ich glaube, ich weiß aber, wie wir da hinkommen. Ja. Ja, doch, die wollen immer nur hinten einen dran. Was soll denn das? Keine Ahnung. Bitte vom Arsch weg. Okay. Ihr wolltet so. Neuer Kopf habe ich bekommen. Echt cool. Was hab ich denn für einen Kopf bekommen? Erstmal Badass-Token, was will ich denn? Mehr Rückstoßdämpfung hätte ich gern, aber kriege ich nicht. Dann mehr Elementareffekt. So. Mein Hirn ist ein Knast, habe ich bekommen. Cool. Bist du? Hier oben. Wenn du da stehen bleibst, wo du jetzt bist, siehst du mich. Ja. Das solltest du aber nicht rumlaufen. Wieso? Laut Karte ist das verboten. Don't tell me what to do. You can dance if you want to. We can leave our friends behind. Your friends. Keine Ahnung. Was if they don't dance? There are no friends of mine. Ein fucking Death Trap immer. Immer im Weg stehen. Bestimmt wieder tot. Instant umgefallen einfach. Mit wem sie es zu tun haben. Komm wieder her. So, das haben wir alles geschafft. So, jetzt können wir noch die Hauptmission machen, falls du willst. Ich bin schon bei 28 Minuten. Ich beende die Aufnahme. Okay, da komm zu mir. Unterwegs. In der Zeit. Willst du dich noch verabschieden? Tschüss. Willst du dich noch verabschieden? Ich hab tschö gesagt. Okay.